Also jetzt geht es mir super, wunderbar, befreiend. Also eben so der Spruch oder das Lied Unchain My Heart. Diese Befreiung mit dieser herrlichen Umgebung hier, mit dem Team unterwegs zu sein, das ist fantastisch. Und ja, ich fühle mich gut. Gestern war das noch anders, am Morgen war ich war so ein bisschen ja, ein Down-Tag. War für mich so, dass in die Tiefe zu kommen, auch das, so die Schattenseiten, die anzugucken, da hineinzutauchen, das zu erleben, zu fühlen und das ins Dunkle, im wahrsten Sinne des Wortes, ins Dunkle abzutauchen. Und dann wieder so das Gefühl zu haben, neu geboren zu werden oder einen Teil, mit einem Teil zurückzulassen. Das ist so das Gefühl, eine große Last hinter sich zu haben. Also das fühlt sich befreiend an. Also der gestrige Tag, Tag 4, Sedona. Gestern Morgen habe ich mich noch, ein Gefühl von Verwirrung hatte sich eingestellt nach den letzten Tagen. Ich wusste noch nicht so richtig mehr, wo es lang geht, wie es für mich weitergehen soll, was ich fühle auch. Also ich war so ein innerer Kampf von mir, habe ich gestern Morgen beschrieben, habe ich auch gefühlt. Nach dem Aufstehen, die Tage vorher haben ihre Spuren hinterlassen. Während des Tages war ich auch von mir aus einfach so ein bisschen abwesend. Ich habe keinen richtigen Zugang mehr gefunden, hatte ich das Gefühl. Und dann über den Tag über habe ich auch mich mit der Wut einfach auseinandergesetzt, die ich darüber hatte, ganz einfach nicht mehr voranzukommen oder festzustecken. So, das waren meine Hauptgefühle, die ich an dem Tag hatte. Wo es dann aber auch hieß, ganz einfach mal mitzubekommen, dass nicht alles sofort vorangeht, nicht jeden Tag ein Megaschritt gemacht werden muss, sondern auch mal mit den kleinen Erfolgen zufrieden sein. Beziehungsweise die kleinen Schritte auch mal schätzen lernen. Im Laufe des Tages habe ich dann auch mitgekriegt, dass genau das Geheimnis vielleicht war oder die Lektion, die ich mitbekommen sollte. Und am Abend ein spezielles Ritual, was wir dort einfach praktiziert haben, wo ich wieder zu meiner inneren Mitte viel mehr gefunden habe, wo ich wieder viel mehr bei mir selbst war und mich über die Erfahrung auch gefreut hatte. Ging es um ein Ritual, wo wir völlige Dunkelheit mit unserem Schatten konfrontiert waren. Und ich glaube, das war für mich essentiell, ganz einfach mal diese Seite von mir auch kennenzulernen und mich mit dieser auseinanderzusetzen. Am Abend hatte ich dann nämlich das besondere Gefühl, mit mir irgendwie ein Stückchen im Reinen zu sein. Die innere Stimme, die dir ständig im Kopf irgendwas erzählen möchte. Da hatte ich das lustige Erlebnis, die war ganz einfach auf einmal auf meiner Seite. Wir waren uns irgendwie einig, obwohl sie sonst immer die ganze Zeit gegen mich gehetzt hatte. Oder, ich glaube, man kennt das, dass man hat immer Gedanken, die komplett konträr sind zu dem, was man eigentlich machen wollte. Und dann spürt man so eine innere Wut, dass diese Stimme einen die ganze Zeit zutextet. Und gestern Abend war ich mit mir selber da im Rhein. Und heute waren wir in der Devil's Bridge. Das ist ein cooler Ort. Generell der heutige Tag ist eigentlich ganz gut, um ein bisschen runterzukommen, weil ich eigentlich noch ziemlich platt bin von gestern. Also es war schon ziemlich heftig und ich bin gerade noch so ein bisschen am gucken, wo ich stehe und wie es mir so geht. Ich bin noch ein bisschen durch den Wind, sag ich mal. Anfangs, die ersten Tage, war ich sehr zweifelhaft und sauer, ehrlich gesagt, weil ich nicht wusste, ist das das Richtige, was ich da mache. Aber gestern war dann so der erste richtige Wow-Effekt mit der Junge muss sterben in dir. Und das war ein Erlebnis, ist schwer zu beschreiben, hat mich sehr emotional, sehr emotional getroffen. Und ich habe sehr starke Emotionen gefühlt. War eigentlich sehr schön und befreiend. Und so die Kugelübungen, wo ich am Anfang gar nicht hineinkam, wo ich dachte, die volle Dröhnung, wie Orlando immer sagt, was ist das? Ja, seit gestern weiß ich das, was die volle Dröhnung ist. Hat es mich voll erwischt. Und das ist gut so, ich will meine Themen hier lassen in Saitama. Oder auflösen, wie man das auch immer nennen mag. Ja, heute bin ich sehr froh, dass ich hier bin. Ja, für mich gestern
war es eine Achterbahnfahrt. Momentan ist irgendwie so Verwirrung da, es ist alles irgendwie durcheinander gewürfelt. Ich glaube, es ist alles irgendwie eingerissen worden, um da irgendwie aus dem Kopf rauszukommen, ins Gefühl reinzukommen. Und ja, gestern war es bei mir gemischt. Der Junge musste gestern sterben. Es war ein sehr düsterer Ausgang dann gestern Abend. Und ja, es waren auch kurze Momente bei mir dabei, wo mir dann bewusst ist, welche Menschen in meinem Leben wichtig sind. Ja, das war herrlich, weil es ja eben mit Ganzheit zu tun hat und vor allem eben auch mit den Schattenseiten und die ja auch zu uns gehören. Und ein Teil, also nicht nur zu uns, sondern eben zu mir auch. Und dem in die Augen zu gucken, das ist gar nicht immer einfach. Vor allem, wenn man manchmal das Gefühl hat, man müsste jetzt cool sein. Und ja, dann ist es cooler, das anzuschauen. Also es war schon heftig. Und keine Ahnung, wer das jetzt sieht, aber wenn du glaubst, du kommst hierher und machst mal so einen Urlaub oder so einen Wanderurlaub, dann kannst du es vergessen. Das ist echt nicht easy hier und na ja, gut, man muss sich halt drauf einlassen. Was mich gestern am Tag des Sterbens oder der Dunkelheit ganz tief beeindruckt hat und traurig und eine Riesenfreude war, das war einfach diese Orchestrierung im wahrsten Sinne des Wortes von Orlando, wie er das gehalten hatte, alle Register gezogen hatte, das war ein Meisterwerk. Das war für mich wie eine Sinfonie zu erleben, mit dabei zu sein und das live. Und nur schon, wenn man ihn sprechen hört, das geht doch alles hindurch. Und das war für mich ein unwahrscheinliches Highlight, neben dem, was ich selber erlebt habe. Man wird ja hier ermutigt, dass man mit den Emotionen präsent wird, dass man reflektiert, dass man nicht alles unterdrücken und reinfressen. Und das liefert mir täglich neue Erkenntnisse. Also auch wenn ich dann neben dem normalen Workshop-Ablauf irgendwo im Café sitze, mit Leuten spreche, dann spüre ich gewisse Dinge und wenn ich die dann reflektiere, habe ich einiges daraus gelernt schon. Das Ritual war schon was Besonderes. In puncto, weil es war egal, ob ich jetzt die Augen geschlossen oder offen habe, es ist immer dasselbe. Es sind schon Formen aufgetaucht und Farben und da habe ich gedacht, was ist jetzt los? Das Fahrenlassen war manchmal, konnte ich mich ein bisschen mehr fahren lassen und dann habe ich irgendwie das Bewusstsein wieder zurückgeholt. Das war so wie so ein Seil, wie so ein Grab. Es war was Einmaliges. Was jeder mal vielleicht durchmachen sollte. Es war sehr mitnehmend. Und jetzt heute Morgen war ich immer noch mitgenommen von der Erfahrung. Körperlich auch ein bisschen müde. Und jetzt bin ich immer noch ein bisschen aufgewühlt und versuche zu greifen, wo es hingeht. Also das zusammen und an dem Ort, wo wir waren, das war meisterhaft. Das kann niemand. Das kann niemand. Habe ich noch nie erlebt, noch nie gehört. Und das zu erleben, ganz überraschenderweise, das war wow. Also es ist wirklich manchmal besser, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Und ich glaube, das ist auch Teil der Journey, Teil der Reise hier. Ist schon okay, so wie es gekommen ist. Ja, das ist alles mit der Natur, mit den Orten hier, mit der gigantischen Energie, mit den Teilnehmern, mit Orlando, mit allen Helfern drumherum. Ich glaube, jeder hat hier seinen Beitrag und dadurch bleibt alles in Bewegung. Ja, momentan bin ich verwirrt. Immer wieder mal so kleine Lichtblicke, aber dann wieder Leere. Und ja, es kann weitergehen. Und es ist eine Freude, das überhaupt erlebt zu haben. Das war alles wert.
das ganze Investment, ja, um Teil von dem zu sein zu können, puh, das berührt mich gerade wieder ganz fest. Also es war ein bisschen windig, ja, aber es war jetzt nicht kalt von, im Sinne von, ich friere, weil ich zu wenig Kleidung anhabe, sondern eher so, es läuft einem eiskalt über den Rücken. Also so ging es zumindest mir. Und ja, es war schon sehr prägend. Auf jeden Fall. Ja, also ich habe schon Angst, dass ich dann rauskomme und nicht die Ziele habe, die ich will. Dass ich die Berufung gefunden habe. Dass ich mir klar bin mit meiner Mitmenschen, mit mir selber. Dass ich weiß, wo ich hingehen will. Da ist auf jeden Fall eine Angst da. Ich habe momentan immer wieder mal so ein Gefühl, wo es hingehen könnte. Aber es ist eben nicht so der deutsche Weg, wo ich dann genau greifen kann, es ist genau jetzt die Richtung und dort ist das Ziel, das schaut so und so aus. Sondern es ist eher so ein Gefühl und einzelne Eindrücke, die in die Richtung gehen. Irgendwas ist passiert, das hat mir die Stimme oder das hat mir mein Gefühl auch ganz einfach gesagt. Das Wort Stimme finde ich immer so ein bisschen abstrakt, aber ich hatte einfach ein Gefühl, dass irgendwas passiert. Und ja, das macht mich auch, das motiviert mich weiterzumachen und ja, ganz einfach voranzuschreiten. Ich vertraue darauf, meinen Weg zu finden, zu kennen und weiterzugehen. Und für mich auch das exklusive Gefühl, mit einem Meister zusammen zu sein in einer Zehnergruppe, das ist wirklich, das kriegt man. Das ist keine ab der Stange, sondern das ist designed. Das ist, ja, ich kann nur sagen, Meisterschaft. Ja, und da kann man nur zum Mann werden, wenn man diesen Weg folgt.